Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Jean d'Arcel Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 55 Euro habe ich dafür bei der Beauty Manufaktur bezahlt, ein wundervoller Online-Shop, die super liebevoll liefern. Also schaut gerne mal dort vorbei. Link dazu ist in der Infobox. Ja, der hat einen Warenwert von 175 Euro. Fühlt sich irre leicht an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich vermute viele Ampullen, wenn der so leicht ist. Ne? Sehr schönes Außendesign, wenn auch sehr klapprig, um ehrlich zu sein. Ne? Wir haben hier so diese Banderole drumherum, die ich einmal löse. Und haben im Innern einen wunderschönen Kläppchen-Adventskalender. Ich mag dieses Waldgrün und dieses Weiß in Kombination sehr gerne leiden. Ein Eiffelturm haben wir am Start. Es ist eine französische Marke. Jetzt ist aber wichtig, was drinsteckt. Leider haben wir ein Plastik-Inlay. Gut, ne? Das ist halt manchmal zu Stabilisationszwecken so, aber es ist nicht besonders nachhaltig, um ehrlich zu sein. Sagte sie und öffnete hunderte von Adventskalendern läuft. Aber der Großteil davon geht an euch in Verlosung, wird gespendet oder, ne? Und ein Teil davon verwende ich halt natürlich, um euch nächstes Jahr ein bisschen mehr was über die Produkte auch sagen zu können. Hier habe ich auf jeden Fall eine Ampulle drin und zwar die Hydrating oder Hydratant Ampulle. Ich denke, hier sind auch so an 1 bis 2 Milliliter drin. 2 Milliliter sind hier bestimmt drin enthalten. Ich mag auch gerne Ampullen. Die sind meistens ein bisschen 2 Milliliter höher dosiert als jetzt ein normales Serum. Ne? Und dann hat man einfach noch mal ein bisschen intensiver die Wirkstoffe. Genau, und hier haben wir einfach eine Ampulle drin. Hier haben wir die Arkel Med Ampulle Matrix Repair Concentrate. So, genau, 2 Milliliter sind auch hier drin enthalten. Mit welchen Wirkstoffen das arbeitet, steht jetzt hier natürlich leider nicht mit dabei. Bei so reparierenden Sachen denke ich persönlich an Ceramide oder so. Ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir eine Ampulle mit Kaviar drin enthalten. Was ich persönlich ja sehr, sehr feiere, weil das ein Wirkstoff ist, der meine Haut sehr gerne mag. Also zum Beispiel bei Dalton ist die Kaviar Deluxe Ampulle die Hochzeitsampulle, einfach weil sie perfekte Haut macht. Was das jetzt in dieser Ampulle bewirken wird, das weiß ich noch nicht. Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Revitalisieren soll das auf jeden Fall. Hier haben wir die Nummer 4. Es ist ein kompletter Ampullen-Adventskalender. Habe ich jetzt eigentlich so nicht auf dem Schirm gehabt. Dermal Hyaluron hoch 3 Filler Concentrate aus dieser Arcel Med Reihe ist das. Hyaluron ist auch immer sehr, sehr schön. Das sorgt immer so ein bisschen dafür, dass die Haut ein bisschen besser mit Feuchtigkeit versorgt wird und sie dementsprechend etwas praller aussieht. Slow Aging quasi. Multibalance gibt es einen Tag vor Nikolaus am 5. Dezember und zwar extra Lifting immédiat, also immediat ein Total Facelift bekommst du hier durch. Ja, einfach mal so ein bisschen straffender das Ganze. Das schaut so aus. Ja, das sind halt kleine Ampullen. Was sollst du da groß zeigen, ne? Schön. Am 6. Dezember bekommen wir ein größeres Produkt. Das ist Nikolaus. Und zwar haben wir hier das Hyaluron Pur hoch 2 Serum mit 10 Millilitern. Genau, einfach ein komplettes Gesichtsserum, was man dann halt auch einfach, ja, ständig verwenden kann. Und nicht wie eine Ampulle. Die macht man vielleicht 1-2 Mal pro Woche, ne? So als Highlight quasi von der Pflegeroutine. Wobei dieser Adventskalender dazu einlädt, jeden Tag eine zu machen, ne? You do you. Und ja, genau, finde ich schön. Ich mag auch gerne, sehr gerne Hyaluron in meiner Pflegeroutine und integriere das auch ganz gerne zusammen mit Vitamin C oder Niacinamiden oder Retinol. Je nachdem, was ich gerade so verwende, ist das quasi wie so eine, ja, wie so ein Begleitwirkstoff. Zum 7. Dezember habe ich hier eine sensitive Ampulle und zwar die SOS Anti-Stress-Kur. Hier ist aber nur 1 Milliliter drin. Das ist ein bisschen kleiner. Okay, also das soll dann halt wirklich nur SOS-mäßig kurz mal wirken. Ansonsten bei den größeren Ampullen empfehle ich sowieso, wenn ihr die auch aufgebrochen habt, verwendet die für 2 Anwendungen, zum Beispiel morgens und abends. Nur dann habt ihr da ein bisschen länger was von. Oder je nachdem, wie feuchtigkeitsbedürftig und wie saugfähig eure Haut ja auch ist, ne, kann man die auch auf Gesicht, Hals, Dekolleté auftragen, wie man möchte. Oh, jetzt wiederholt es sich. Okay, also ich glaube, es stand auch ein bisschen online, was es halt quasi drin hat. Hier haben wir in der Nummer 8, die machen darf, dass es kracht. Nämlich nochmal diese Hydratant, die wir auch in der Nummer 1 bereits drin hatten. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine neue freuen, und zwar die Renovar. Renovierungsampulle, auch sehr interessant, oder? Renewing Concentrate mit 2 Millilitern. Das soll die Haut erneuern und das finde ich sehr, sehr schön. Manchmal kann man das einfach auch sehr gut gebrauchen. In der Nummer 10 darf es mit der Arcel Med Dermal Hyaluron Booster Concentrate Ampulle weitergehen. Da sind 2 Milliliter drin, also Hyaluron kann auch jeder Skincare-Typ verwenden. Also ganz egal, welche Haut man so hat, ne? Ob sensibel, ob ölig, ob Mischhaut, ob
reife Haut, ne? Hyaluron geht eigentlich immer und deswegen ist sowas in dem Adventskalender auch echt gut aufgehoben. In der Nummer 11 haben wir eine Schnapszahl allein von der Zahl her, haben wir aber auch die Quersumme, die Nummer 2. Oh Gott, das wird sehr, sehr mathematisch. Also auf jeden Fall haben wir nochmal die gleiche drin wie auch am 2. Dezember, ne? Das ist die Matrix Repair Concentrate Ampulle hier mit 2 Milliliter. Und genau, das hatten wir schon mal drin, haben wir jetzt nochmal drin. Und dann konnte man auf jeden Fall schon mal gucken, ob man die verträgt. Und dann kann man die ein zweites Mal verwenden. Über die Halbzeit freue ich mich, auch wenn es wieder eine Doppelung ist. Denn hier haben wir die Kaviar-Ampulle erneut drin enthalten. Das ist einmal diese hier. Genau, ja, die erste Hälfte steht vor mir. Es ist sehr wenig tatsächlich. Aber ich glaube, man freut sich darüber, wenn man Ampullen-Fan ist, oder? Und eigentlich kann auch jeder Hauttyp alles verwenden, was bislang drin war. Hier haben wir jetzt am 13. Dezember nochmal diese Renovierungsampulle, die Renewing Concentrate Ampulle. Das ist einmal diese hier mit 2 Millilitern. Die haben wir zum zweiten Mal auch hier drin. Hoch will hier nicht stehen. Bleiben Sie stehen. Auch am 14. Dezember befindet sich eine Doppelung drin. Und zwar haben wir hier diese SOS-Ampulle wieder drin mit einem Milliliter. Und auch am 15. Dezember kommt ein alter Bekannter um die Ecke. Und zwar die Multibalance Total Facelift-Ampulle mit 2 Millilitern. Die haben wir jetzt einmal hier. Zum 16. Dezember überrascht uns zum dritten Mal, denn aller guten Dinge sind drei, die Hydrate-Ampulle Intense Moisture Concentrate. Genau, die haben wir jetzt ein drittes Mal drin. Also das ist schön, ja, definitiv, weil Feuchtigkeit braucht jeder Mensch und so. Aber da hätten sie doch erstmal die anderen beiden, die noch nicht doppelt vorgekommen sind, erstmal doppelt reinpacken können. Komisch aufgeteilt hier. Eine Woche vor Heiligabend haben wir nochmal unsere Arcelmed Dermal Hyaluron Hoch 3 Filler Concentrate Ampulle mit 2 Millilitern drin enthalten. Und die hatten wir bislang erst einmal drin. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich nochmal meine geliebte, hoffentlich, ich muss sie ausprobieren, Kaviar-Ampulle am Start. Und das ist jetzt auch, aller guten Dinge sind drei. Hier ist so ein bisschen gerade Kegeln angesagt. Und am 19. Dezember bekommen wir die Matrix Repair Concentrate Ampulle mit 2 Millilitern nochmal in dem Adventskalender präsentiert. Und somit haben wir auch von dieser Ampulle eine dritte am Start. Zum 20. Dezember überrascht uns die Renovierungsampulle nochmal mit 2 Millilitern und somit haben wir sie auch ein drittes Mal im Adventskalender finden dürfen. Und es ist fast überraschend, was so in den nächsten Tagen noch auf uns zukommen wird. Hier haben wir nämlich am 21. Dezember nochmal die Dermal Hyaluron Booster Concentrate Ampulle von dieser Arcelmed-Reihe mit 2 Millilitern. Also davon fehlen uns eigentlich, wenn ich hier so die anderen angucke, noch eine weitere. Und da ist sie auch schon, direkt hintereinander. Was ist das denn? Nee, das ist jetzt die Hoch 3. Ah, guck mal, nee, die haben wir hier, ne? Genau, genau, das ist dann hier von die dritte auch. Genau, die haben wir jetzt hier auch noch mit am Start am 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl. Einen Tag vor Heiligabend haben wir nochmal ein bisschen Balance, ein bisschen Schönes, Multibalance, die Total Facelift Ampulle haben wir hier ein drittes Mal mit dabei. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir am 24. Dezember bekommen, denn wir haben nicht dieses SOS zum dritten Mal hier drin gehabt und auch nicht die, wie hieß sie jetzt hier nochmal? Die Dermal Hyaluron Booster Concentrate Geschichte, aber ich glaube am 24. haben wir nochmal eine Full Size, oder? Ja, denn nach all den Ampullen und dem Serum fehlt uns natürlich noch eine Tagescreme oder eine Creme generell. Das ist die Deep Moisture Lift Rich Cream mit 20 Millilitern. Das ist einmal dieses wunderschöne Tübchen. Das macht hier so den krönenden Abschluss von dem Adventskalender, der doch relativ eintönig war. Also ich sag mal, für Leute, die sowieso die Marke feiern und auch gerne und regelmäßig diese Ampullen verwenden, ist es, glaube ich, ein total passender Adventskalender. Und es gibt ja auch von Barbour diese Ampullen-Adventskalender, den ich natürlich auch bestellt habe. Das heißt, wenn man Ampullen-Fan ist, freut man sich darüber, ne? Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und da weißt du halt einfach, glaube ich, von Anfang an auch, was du bekommst und was du erwartest. Kannst. Ich finde es ein bisschen öde. Also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass die dann auch irgendwie ein paar unterschiedliche andere Ampullen reinmachen. Andererseits muss man sagen, dass die hier bei diesen Ampullen auch wirklich welche genommen haben, die jeder verwenden kann. Also das ist jetzt nicht irgendwie was super Spezielles oder so. Dementsprechend haben die hier die sichere Bank gewählt und es passt. Ja, werttechnisch kommen wir, glaube ich, auch ganz gut aus. Ob das wirklich 175 Tacken sind, das schauen wir mal. Auch generell, der Adventskalender hat sich schön öffnen lassen, ist zum Ende hin auch noch wirklich schön, ne? Der ist ein bisschen instabil, dass er immer mal wieder so ein bisschen auch kippelt, aber ich glaube, man freut sich darüber, ne? Also kann ich mir vorstellen, wenn man halt die Marke feiert und die Produkte gerne mag und auch gerne Ampullen verwendet, das macht ja auch nicht jeder so unbedingt, aber ne, das ist schon für Hardcore-Fans hier gedacht. Denn 22 Ampullen ist jetzt nicht ohne, um das mal so zu sagen. Ich finde es cool, denn ich mag Ampullen, aber da ist jeder hier klar anders. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!